Jeder Reiseführer empfiehlt für Phnom Penh, eine Bootsfahrt am Tonle Sap zu unternehmen. $60 für 1,5 bis 2 Stunden Bootsfahrt war uns dann aber doch zu viel. Also flüchten wir vor der Hitze zunächst mal auf ein kaltes Getränk. So gestärkt verhandelt es sich viel leichter. Und siehe da, wir finden einen Bootsbesitzer, der uns für $30 sowohl den Tonle Sap auf- und abfährt, als auch nach Mekong Island übersetzt, wo wir einen kleinen Ausflug machen können. Das Ganze wird so ungefähr 3 Stunden dauern. Und schon geht's los dem Tonle Sap-Fluss entlang. Hier sehen wir Vetika Umm Tuk, ein Pavillon der klassischen Khmer-Architektur direkt vor dem Königspalast. Hohe Politiker und offizielle Gäste beobachten von hier aus beispielsweise die Bootsrennen auf dem Fluss. Im Morgengrauen versammeln sich hier Hunderte, vor allem ältere Einwohner von Phnom Penh, um hier gemeinsam Aerobic und Gymnastik zu machen. Jetzt aber noch eine kleine Stärkung für unseren Ausflug auf Mekong Island. Unser Boot ist gut ausgestattet. Fernseher, HiFi-Anlage, DVD-Player, alles da, was man so braucht auf einem Schiff. Auf der Überfahrt nach Mekong Island sieht man noch viel vom einfachen Volk. Mekong Island bzw. Koh Daik, wie die Insel von den Khmer genannt wird, liegt nur eine halbe Stunde von Phnom Penh entfernt und steht seit Jahren auf dem Ausflugsprogramm vieler Reiseanbieter. Dennoch hat sich am Reiz der Insel kaum etwas geändert. So, wir sind auf Mekong Island angekommen. Neben der Landwirtschaft leben die Menschen hier vor allem von der Weberei. Hergestellt werden Kramas und Samrongs aus Wolle und Seide. Interessant sind die Webstühle unter fast allen Hütten, an denen auch Männer arbeiten. Die Produkte können direkt vom Erzeuger gekauft werden. Kleine Wege schlängeln sich unter den Palmen zwischen den gepflegten Bambushütten hindurch. Muss man dann merken, wo wir hingehen. Fernab der hektischen Großstadt herrscht hier noch Idylle. Kühe liegen faul im Schatten und fröhliche Kinder scherzen mit Fremden. Ein kleines Paradies. Allerdings sehen auch die Straßenverbindungen entsprechend aus. Doris geschulter Blick hat sofort einen Mangobaum entdeckt. Nach circa einer Stunde wird uns dann die Idylle und die Hitze dann doch ein wenig zu viel. Und wir sind froh, wieder die Heimreise antreten zu können. Jetzt brauche ich dann frische Früchte, unbedingt. Jawohl. 35 Grad im Schatten. Ab nach Hause. Oh.